MotoTV 22 baut beim Eisboot My Story. Und wir stehen hier vor einer der seltensten Stücke, die hier auf diesem Moritzer See stehen. Ja, Fritz, ich kann dir nur gratulieren für dieses wunderschöne Fahrzeug. Erzähl uns ein bisschen was. Ja, danke schön. Ja, das ist wirklich ein spezielles Auto. Das ist ein Alfa Romeo 8C Monza und einer von zwei überlebenden Scuderia Ferraris. Ist auch gestempelt als SF28. Das Auto wurde von Tazio Nuvolari gefahren im 1933er Grand Prix von Monaco. Hat gegen Achille Varzi im Bugatti 51 99 Runden lang gekämpft. 21 Mal hat die Führung gewechselt und in der letzten Runde war dieses Auto in Führung liegen. Und dann im Tunnel ging der Motor kaputt. Dann hat er Grand Prix von Schweden gewonnen und war 34 Millimilia. Ein Wahnsinnsauto. Ein Wahnsinnsauto. Und wie lange bist du jetzt Besitzer von diesem Auto? Ein paar Jahre. Ich bin auch letztes Jahr Monaco mit dem Auto gefahren. Das war ein ganz spezielles Erlebnis. Und dann plötzlich fährt es dir ein, dass Nuvolari mit diesem Auto genau an dieser Stelle gefahren ist. Das ist schon wow. Natürlich, so ein Fahrzeug ist nicht ohne. Man muss es auch pflegen und hegen. Wer macht dir diese Technik? Ja, ich habe für meine Sammlung einen Mechaniker, der sich um alle meine Autos kümmert. Aber der ist einfach. Der ist viel, viel einfacher, wenn man den vergleicht. Ich fahre eigentlich sonst Bugatti. Und dann, wenn man den fährt, weiß man, warum Bugatti von Alfa Romeo abgelöst wurde, anfangs der 30er Jahre. Das ist schon ein Quantensprung wieder. Der ist so einfach zu fahren und so einfach zu bedienen. Ich bin auch über den Gotthardpass mit dem Auto gefahren und fahre mit dem Auto manchmal ins Büro oder zum Kaffee trinken. Fährt sich wie ein normales Auto. Nuvolari, dieses Auto gefahren in Monte Carlo. Ihr müsst auch von hinten filmen, weil der Arsch ist gut. Der Arsch ist gut, wir werden ihn filmen. Ich starte mal für euch. Jawohl, super. Fritz, dieser Sound, der geht durch den ganzen Körper. Achtzylinder. Ein Achtzylinder. Deswegen heißt er 8C. Ja, er ist unglaublich. Der Sound ist unglaublich. Und eben das Fahrgefühl gibt es nur in dem Auto. Ein wunderschönes Fahrzeug mit einer tollen Technik und einer Historie. Fritz, vielen Dank. Gerne. Autos besitzt er, die Leidenschaft fährt er, die Seele spürt er, die Geschichte erzählt er. Wir möchten euch recht herzlich begrüßen auf MotoTV 22. Fritz Burkhardt, ein sympathischer, lockerer Eidgenosse, der es sich leisten kann, die schönsten, seltensten und aufregendsten Fahrzeuge der Welt zu besitzen. Sie zu spüren, mit ihnen zu reden und ihre Leidenschaft zu teilen. Er fühlt die Geschichte, als wäre sie gestern gewesen, wenn er erzählt, wie er in Monte Carlo mit dem Alfa Romeo C8 beim Oldtimer Grand Prix mit dem Auto fuhr und in jeder Kurve den Gedanken hatte, wie fuhr Nuvolari diese Linie. Mit genau diesem Rennfahrzeug. Fritz liebt Fahrzeuge mit einer besonderen Historie. Die Historie, wie er erzählt, macht die Leidenschaft zu seinen Fahrzeugen noch wertvoller, als sie eh schon sind. Besitzt er Fahrzeuge in einer dreistelligen Millionenhöhe, so ist es nicht der Wert, was es heißt, diese Fahrzeuge zu besitzen. Was ihm wichtig ist, alles darüber zu wissen, was die Geschichte dazu bewegt, ob es ein Bugatti, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, der Aston Martin von James Bond, der DB5 ist, dann sollte die Geschichte eine stimmige sein. Wenn Fritz mit einem seiner spektakulären Autos durch St. Moritz fährt, um einen Kaffee zu trinken oder ins Büro zu fahren, die Leidenschaft ist immer mit dabei. Für uns war er für ein Interview bereit und erzählte mit einer Leidenschaft über die Mobilität.
Einen kleinen Auszug aus der Sammlung der Bell Collection von Fritz Burkhardt beim zugefrorenen See, den Event St. Moritz, wo er mit seinem Alfa Romeo C8 mit dabei ist. Und mit einigen anderen spektakulären Autos möchten wir euch dieses berichten auf www.dv22.tv.